Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Nö, geht nicht weiter, ne? Ja. Gut. Haben wir eine kleine Verzögerung, aber. Ist das dieses Flammendings, wo wir da beim letzten Mal den Flammengott getötet haben da hinten? Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Was war's? Ist wieder so ein Tor. Reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. She left Ymir. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him.
She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Da hat sich doch was getan, ne? Da hat sich doch was getan. Jetzt hier. Oder nicht? Moment. Ich dachte, hier wäre jetzt ein Durchgang. Oder trollt mich das Spiel jetzt gerade? Das wäre natürlich auch denkbar. Ja, das Spiel trollt mich jetzt gerade. Moment, ich muss durch das Tor durch und dann. Achso. Dann lassen wir hier auf. Uff, deutsche Sprache. Oh Gott. Diese Rätsel. Oh, wo haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da geht's ja auch rein. Oder raus, besser gesagt. Ah, da hinten gibt es noch einen Erzählerisch. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Wir kommen hier nicht hoch. Aber da ist ja noch ein zweites Tor. Wie komme ich da? Oder? Nee, das ist das erste Tor. Muss ich jetzt vielleicht da ein bisschen weiter und dort hinten nochmal? Da ist doch auch noch ein Tor. Aber wie komme ich da jetzt hin? Lass mich nicht hier runter, ja? Ich geh jetzt mal dahinter. Ich möchte das tatsächlich wissen. Ich finde irgendwas. Da komme ich doch mit Sicherheit hoch zu diesem Rabengestalter. Muss ja fast so sein.
Nee. Da habe ich jetzt damit irgendwas aufgedeckt. Oder muss ich tatsächlich jetzt mal in die andere Richtung? Und das war eine zweite Tore. Und es klang so als so nach einem Entweder-Oder. Entweder das eine oder das andere Tor. Vielleicht haben wir ja irgendwann wieder mal so einen geistigen Geistesblitz, der uns hilft, hier weiterzukommen. Dann gibt es einen Balken. Komme ich da auch gleich weiter? The ravens. The ravens. They've gone. The ravens have gone. No. Half of them have gone. They've gone. So must have gone. But where? Will Ravens help you? No. He's not helping. It's a trick. Quiet. Can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become part of her. Bringt mich das jetzt weiter? Also hier die Brücke kann ich, denke ich, mal noch runterlassen. So. Oh, come on. Was? Nee. Moment mal. Ist die Brücke gerade schon da?
Also wir müssen da jetzt irgendwie wieder dieses Symbol da drauf bekommen, aber wie? Wir haben zwei Türme dahinter, da bin ich ja nicht hochgekommen. Wahrscheinlich muss ich aber doch da hinten hoch und dann verschwinden quasi die andere fast Hälfte von den Raben. Und dann bleibt wahrscheinlich noch das übrig, was quasi richtig wäre. Oh nein, wie komme ich da jetzt wieder hinter? Und da war doch gerade eine Brücke, oder? Ich meine, hier kam ich ja her. Wie genau habe ich die jetzt da hin? Ah ja. Ich muss da quasi einmal durchgucken. Wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, dann ist sie weg, ne? Ja. Hä? Das ist blöd. Wie genau habe ich denn diese Tür da hinbekommen? Logik? Aber das bedeutet doch, ich habe doch da hinten auch noch was. Also bei dem ersten Turm, wo ich gerade war. Da ist irgendwas, ist hier noch. Überfragt. Das ist hier gerade ein bisschen. Wahrscheinlich den bestimmten Winkel fürs Team da gucken oder so. Irgendwas muss ich doch hier angucken, oder? Mit dieser Skala vielleicht die Richtung? War ich hier schon? The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir,
who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Ich glaube, ich habe hier nur mit das hier frei gemacht, ne? Ja. Wahrscheinlich ist tatsächlich dieses Skull entscheidend. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zu einem anderen Turm, wo wir vorhin auch schon waren. Da war ja auch noch ein Turm, wo ich nicht wusste, was damit los ist. Aber das sehen ist für mich noch nicht so ganz klar, wie ich dort auf den Turm hier komme. Vielleicht schaue ich da erst nochmal hoch, ob ich da vielleicht noch irgendeinen Anhaltspunkt finde. Weil irgendwie muss das ja gehen. Da hinten sind Steintreppen. Und da müsste ich halt irgendwie hochkommen. Hier waren wir schon. Also wenn man hüpfen kann ich auch nicht wirklich. Oder muss ich den Weg dort hinten noch... Nein, runter, ich möchte runter. Hallo. Senua, lass uns doch bitte gemeinsam nach unten gehen. Dankeschön. Tolles Spiel. Wir spielen hier, ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, Moment mal. Vielen Dank, Herr Zufall. Also ich bin mir sicher, da müsste auch noch irgendwie eine Brücke da. Naja, egal. Die Brücke ist mir gerade eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, wir kommen jetzt endlich mal weiter. No?
Machen Sie mal die Tür auf.